Hallo meine Lieben, hier ist eure Cassie Young. Ihr habt mir ein paar Fragen gestellt, die ich euch gerne beantworten wollen würde. Und zwar, erstens, wer bist du? Ja, hi, ich bin die Cassie Young. Ich bin Pornodarstellerin und Amateur-Pornodarstellerin. Und im richtigen Leben bin ich Krankenschwester. Genau, das ist soweit zu mir. Weiß nicht, was ihr noch wissen wollt. Was machst du? Habe ich ja gerade beantwortet, genau. Woher kommst du? Ich wohne in der Nähe von München und komme eigentlich aus Sachsen. Bin aber jetzt seit 12 Jahren, glaube ich, hier. Genau, irgendwie so. Genau, was war dein schönes Weihnachten? Mein schönstes Weihnachtsgeschenk war das da. Weil das hat mir mein Sohn gebastelt. Und da bin ich ganz stolz drauf. Gefeiert habe ich bei meinen Eltern zusammen mit meinem Sohn und meiner Schwester. Also ganz familiär, nur wir alleine. War toll, gemütlich, familiär halt, ne? Was sind meine Hobbys? Meine Hobbys. Also ich spiele viel mit meinem Sohn. Ansonsten bleibt neben Pornos drehen, was eigentlich mein größtes Hobby ist, nicht mehr so viel Zeit für irgendwas anderes. Deswegen ist mein Leben eigentlich ziemlich langweilig. So eine Mischung aus Arbeiten gehen, Kind erziehen, Pornos drehen. That's it. Genau. Hast du eine Fanseite? Nein, nicht wirklich. Also, und zwar gibt es diese Seite, die nennt sich cassieyoung.com. Die ist aber noch nicht freigeschalten. Ich hoffe, dass das irgendwann nächstes Jahr passieren wird. Irgendwann Anfang nächsten Jahres oder so. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Dauert aber noch ein bisschen, weil ich bin in Programmierung und sowas, ist alles nicht so meine Stärke, um das selber zu machen, ist etwas anstrengend. Also, aber es dauert noch ein bisschen, aber es kommt. Was ist mir wichtig bei einem Mann? Sehr gute Frage. Also, ich lege überhaupt keinen Wert auf Aussehen oder sowas, mir völlig relativ egal. Das hilft halt beim Kennenlernen, aber das war's. Ansonsten, er sollte verständnisvoll sein und auf jeden Fall meinen Nebenjob akzeptieren, weil es natürlich total wichtig ist. Relativ liebevoll, aber auch kein Weichei. Also es muss schon ein Mann dahinter stecken und nicht irgend so ein Mädchen, was macht, was ich sag. Da ich, glaube ich, relativ dominant bin und gerne mal versuche, die Richtung anzugeben und dann auch gerne einen habe, der mir ein bisschen Kontra gibt und der mich nicht alles machen lässt. Genau. Was sollte er sonst haben? Der Sex muss gut sein. Privater Sex muss gut sein. Und er muss mit mir meine Filme machen. Ich kann das zwar auch mit anderen machen, aber wenn ich einen Mann zu Hause habe, würde ich das gerne mit dem machen. Also ich muss nicht mit 5 Millionen anderen irgendwas haben oder so. Ist ganz, ganz nett, wenn man mal was Professionelles dreht, dann hat man halt mal was mit einem anderen. Ist auch ganz in Ordnung. Aber ich stehe dann doch mehr auf Sex mit meinem Partner. Was müsste er noch haben? Ach, er muss mein Kind akzeptieren. Kinderlieb muss er sein. Genau. Das war's erstmal. Jo, dann wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr feiert alle schön. Feiert ein bisschen für mich mit, weil ich habe am 1.1. Frühschicht und werde alleine zu Hause rumhocken. Deswegen feiert für mich mit. Genau, und rutscht gut rein. Bis demnächst. Ciao.